Hallo meine Lieben, im vergangenen Video habe ich euch erklärt und gezeigt, wie man einen Kirschkompott herstellt. Und ich habe euch versprochen, dass wir uns ein leckeres Dessert herstellen. Und das zeige ich euch jetzt. Als allererstes kocht ihr euch einen Milchreis. Dazu kocht ihr 1 Liter Milch auf, rührt 20 Gramm Milchreis rein, versüßt das Ganze mit 4 bis 5 Esslöffeln Zucker und lasst das dann ungefähr 20 Minuten kochen. Beim Kochen müsst ihr aufpassen, dass der Milchreis am Ende noch schön flüssig ist. Weil lasst ihr ihn zu lang kochen und er ist dann schon fest, habt ihr am Ende das Problem, dass er zu fest wird, weil er dickt unwahrscheinlich noch nach dem Kochen. Also lasst ihn noch ziemlich flüssig. So, dann lasst ihr euren Milchreis vollständig abkühlen. Er muss wirklich richtig kalt sein. Wenn der Milchreis dann richtig kalt ist, rühren wir dann 100 Gramm Vollmilchraspelschokolade unter. So, und damit haben wir dann unseren Milchreis mit Raspelschokolade fertig. Und jetzt machen wir uns ans Anrichten und da kommt dann unser Kirschkompott zum Einsatz. Zuallererst verteilt ihr etwas Milchreis auf eure Dessertplatte und drumherum macht ihr dann euer Kirschkompott. Zum Verzieren könnt ihr dann auf dem Milchreis auch noch etwas Kirschkompott setzen. So, meine Lieben, damit ist euer Dessert schon fertig. Ich finde, es ist eine schöne, einfache Idee. Es geht auch ziemlich schnell und es dürfte auch eigentlich jeder hinbekommen. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Nachmachen und vor allen Dingen lasst es euch gut schmecken. Tschüss!